Ein paar Kleinigkeiten stellt sie hier noch unter im Sozialkaufhaus der Stadtmission. Dorothee Hohensee hat das Mobiliar für ein voll ausgestattetes Zimmer für Flüchtlinge zusammen. Sie ist Zimmerpatin. Weil irgendwie will man ja helfen, aber ich wusste mal nicht so wie und wo eigentlich. Und als dann die KN eben darüber berichtet hat, dachte ich, okay, das ist was, da will ich mitmachen. 28 Zimmer in einem Hotel hat die Stadt Kiel angemietet. Bezogen werden sollen sie allerdings erst nach Ostern. Ausgestattet werden sie von der Stadtmission und die hatte die zündende Idee mit den Zimmerpaten. Der große Vorteil ist, dass die Menschen ihren sozialen Umkreis nutzen, um Möbel zu sammeln und zu suchen. Und das Ziel ist, dass die Menschen das am besten direkt zu den Wohnungen oder zu den Zimmern bringen und selbst einrichten. Das erspart uns viel Transport, viel Zeit vor allen Dingen auch und gegebenenfalls auch Lagerfläche, die wir jetzt so schnell nicht parat haben und bereitstellen können. Von den mehr als 10.000 erfassten ukrainischen Flüchtlingen sind noch 873 in den Landesunterkünften. Allein 2.000 Minderjährige gehen aktuell in Schleswig-Holstein zur Schule. Also in den Erstaufnahmeeinrichtungen werden wir in wenigen Tagen 7.500 Plätze haben. Ich hatte ja vorhin gesagt, 2.400 sind im Moment, 2.400 sind belegt. Aber auch bei den Kommunen, die haben also sehr stark nachgerüstet. Wir haben im Moment, glaube ich, 56% der kommunalen Notaufnahme, also Notaufnahme, ne? 56% belegt. Also auch da ist noch viel Platz. Dorothee Hohensee hat jetzt angefangen, ein zweites Zimmer zusammenzusammeln. Sie hat das richtige Projekt für sich gefunden. Ich bin großer Fan von Flohmarkt und auch eBay Kleinanzeigen. Und dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen über die Kategorie zu verschenken, habe ich alles gefunden und habe immer die Leute angeschrieben und Termine ausgemacht und abgeholt. Und das war echt problemlos möglich. Und jetzt lagert das alles bei mir im Keller und mein ganzer Keller ist bis oben hin zugestellt mit irgendwelchen Stühlen und Schränken und so. Ja. Und wer jetzt auch helfen möchte, kann sich bei der Stadtmission unter www.stadtmission-mensch.de melden, denn es gibt immer noch Zimmer, die dringend einen Paten suchen.